Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind heute als Clydia unterwegs, hier in Daylight. Und ich bin die Obsession. Und wir haben eine Huntress. Die auch direkt hier war. Ja, sie scheint aber zu gehen. Setze ich mich hier ran und erkläre euch meine Talente. Ich habe dabei kalter Rückenschauer, städtische Umgehung, Selbstfürsorge und vertraulich. Vertraulich habe ich wirklich sehr, sehr, sehr lieb gewonnen. Das ist ein Perk von Zarina. Das Problem ist, ich habe dieses Perk. Kommt sie jetzt zu mir, weil sie mich hört? Bisher nur mit eben Zarina und hier trifft sie mich. Und Clydia, weil dieses Vertraulich, das ist ein Perk, was ich erst mit Zarina freischalten kann. Also du musst Zarina leveln, erst dann bekommst du dieses Perk für alle freigeschalten. Das bedeutet aber, dass du rein theoretisch deine anderen Survivor noch leveln muss, damit du dieses Perk irgendwann auch bekommst. So, da Zarina aber die letzte Survivorin ist, die ich die dazu kam, die ich mir vor Adam, glaube ich, gekauft habe, waren halt alle meine Survivor rein theoretisch schon fertig gelevelt. Das heißt, ich werde in die erstmal keine Blutpunkte stecken. Bei Clydia wiederum ist es das Glück gewesen, dass ich sie dann nochmal prestigiert habe und dadurch habe ich das Perk von Zarina bekommen. Also, ja. Aber ich habe es quasi nur mit ihr und mit Zarina. Dabei finde ich das ein... Lori? Dabei finde ich das ein sehr, sehr, sehr gutes Perk. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn ich jetzt vom Haken komme, wird es aktiv. Das heißt, ich bin jetzt für 60 Sekunden lautlos, obwohl ich verletzt bin. Und sollte der Killer jetzt jemanden aufhängen und hat zum Beispiel Barbecue und Chili dabei oder der hat Ruf einer Krankenschwester dabei, sind ja Perks, die dafür sorgen, dass er unsere Aura sehen kann. Aber das kann er jetzt nicht, weil ich das Perk dabei habe. Es ist halt wirklich, du kommst vom Hack und bist rein theoretisch erstmal unsichtbar, es sei denn, du läufst dem Killer natürlich vor die Füße, dann nicht, aber ich mag das Perk sehr. Jetzt sind da drüben zwei Generatoren angegangen. Jetzt müssen wir auf der Seite mal einen machen. Oh, der Keller ist im Schulkeller. Aber wie gesagt, sie durfte mich jetzt nicht gesehen haben, auch wenn sie Barbecue und Chili hat. Weil meine Aura sichtbar ist. Solange das Perk aktiv ist. Ich gehe von aus, dort hinten wird gerettet, weil da hinten hat jemand einen Generator angemacht. Das heißt, es ist jemand in der Nähe. Villa kommt auch hier hinter. Ja. Hier ist jemand. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dass ich hier hinten am Generator sitze. Weil da vorne wurde sich gekümmert. Ich finde es nur schwer, wenn du im Schulkeller, im Keller hängst, da rauszukommen, wenn der Killer in der Nähe ist. Oh ja. Lenk mal die Killer noch ein bisschen ab und schicke ihn nicht hierher, bitte. Will ich den Generator durch. Die Killer ist sehr konzentriert. Und dann haben wir den jetzt hier an. Schade, schade, schade. Zum Retten. Ich
Hiervon aus, sie holt sich neue Äxte. Warum winkst du? Ich glaube, sie kommt auch nicht zurück. So, ich weiß nicht, ob hier unten der Generator ist noch nicht an. Hier war schon mal jemand dran. Ist nur... letzter Gen! Ist noch komplett zurückgesetzt. Wir bleiben jetzt hier dran, Mac, und wir ziehen das durch, okay? Außer der Killer kommt, dann gehen wir weg. Ganz schnell. Keller, Keller. Okay, das müssten wir schaffen, auch wenn sie jetzt noch herkommt. Wo sind die Tore? Und da. So. Ja, gibt's jetzt. Sie geht retten, oder? Immer ans Tor. Ich mach das mal auf 99. Oh. Was, sie hergeworfen? Hab das gerade richtig mitbekommen? Oh, sie hatte Adrenalin, die da am Haken war. Oh nein! Ist tot am Haken, wenn sie jetzt nochmal... Oh nein! Das war ein Millimeter zu viel. Wenn sie jetzt aufgehoben wird, gehe ich aber raus, weil ich habe Angst vor Blutwächter. Oh, sie hatte noch ihren Strike. Ich bin so ein Schisser, ne? Ich renne jetzt wieder weg. Immerhin blocke ich Dwight. Deine Verantwortung, dich hier vorne zu heilen. Ja, Dwight, was machen wir denn jetzt? Kommen die drüben raus? So. Nein! Jetzt ist sie aber wirklich tot, wenn sie hängt. Ja, Dwight. Sie kriegt den Keller. Was machen wir jetzt? Die Zeit läuft ja uns auch davon. Ja, nicht weit. Gott, ey, ich bin auch echt. Ich bin so ein Schisser. Sie wird halt nicht recovered haben. Oh, die Huntress wirft auch auf Dwight. Weit, komm raus! Die Punkte will ich jetzt noch haben. Oh Gott, ey, die Runde. Okay, kein Blutwächter. Wow! Dann hätte sie uns jetzt alle noch dran bekommen. Okay.
Ach, ich bin so ein Angsthase. Ich hab dann immer so Schiss, dass ich noch sterbe. Das Tor sollte auch nicht aufgehen. Ihr wisst es ja von mir, dass ich so eine bin. Ich mache das Tor auf 99%. Und wenn alle safe sind, dann mache ich auf. Aber ich habe hier halt irgendwie Millisekunde zu lange das Tor geöffnet. Schade. Ja, wir sind rausgekommen. Mal wieder gegen eine Huntress. Das hatten wir letzte Woche erst. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Dead by Daylight. Macht's gut.